Moin, liebe Leute, hier sind wir wieder auf der nordfriesischen Marsch 1-4 mit Gräben im LS19. Ich bin immer noch dabei, Feld 1 anzusehen und eine Mission auf Feld 12 zu machen. Ein bisschen zu düngen. Wollen wir mal gucken, wie weit wir da sind. Interessiert mich nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Das läuft doch. Wie viel Prozent haben wir schon? 64%. Na, danach können wir dann eigentlich direkt rübergehen zu Feld 16 und können das auch noch mal eben düngen. Bisschen Geld verdienen. Wobei, ich gucke erstmal. Ich mache das hier jetzt erstmal fertig und weil wir haben ja auch noch Felder. Wir haben auch noch Feld 20. Das will ich gleich noch ansehen. Feld 33 ist ja eh unsers. Feld 17 ist unsers. Und ja, Feld 20 müssen wir dann erstmal das, was da sind jetzt Kartoffeln angesät, die müssen wir dann untergrubbern im Prinzip. Also ich fahre dann nachher einfach mit der Sämaschine hin von Feld 1. Geld haben wir nichts mehr, 48 Euro minus. Oh, das darf man gar keinem erzählen. Wir machen Schulden. Wir sind hier tief verschuldet, haben keinen Kredit mehr und nichts. Wobei weiß ich nicht, ob wir inzwischen schon wieder Kredit aufnehmen können. Wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. Wir machen hier schön Feld 12 fertig. Das sieht gut aus. Feld 1. Auch nicht so schlecht aus, außer hier vorne die Ecke. Die müsste er eigentlich nochmal schön machen, aber das will er wohl nicht. Das werden wir dann wohl von Hand machen müssen gleich eben. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja schnell erledigt. Und Feld 20 ist ja ein Mini-Feld im Vergleich hier zu dem hier. Wird ja so schnell abgeerntet sein. Da haben wir dann... Quatsch, so schnell angesät sein. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken drüber machen. Was mich eben bei diesem Feld 1 wundert, ist, dass wir hier an zwei Stellen schon echt massiv Unkraut haben. Einmal auf der Seite und auch genauso auf der anderen Seite. Ich verstehe nicht warum. Keine Ahnung, aber es ist so. Ich kann es nicht ändern. Feld 12 ist auch ruckzuck fertig. Dann ist die Frage, ob wir uns dann nochmal mehr Geld verdienen, indem wir Feld 16 ernten, düngen, wenn wir da die Mission annehmen. Ich warte nochmal eben. Ja, wenn ich dann gleich soweit bin, ist sie wahrscheinlich nicht mehr verfügbar oder so. Egal. Ganz egal. So, was haben wir hier noch? Vier Bahnen. Eine Bahn runter, zwei, drei, ja, vier Bahnen, dann sind wir hier durch. Das geht ratzifatzi jetzt gleich. Ach. Da ausblenden. Könnt ihr mal sehen, so durcheinander bin ich. Ja. Leute, also weiterhin keine Livestreams an Wochenenden, einfach weil ich keine Zeit habe. Nach Ostern gibt es das bestimmt wieder. Nächster Livestream ist nächste Woche Donnerstag am 4. April, steht auch schon im Kalender drin auf meiner Homepage. Es wird wieder ein offener Livestream und der letzte Livestream vor Ostern wird am 10. April sein. Das ist die Woche drauf, dann Mittwoch. Auch ein offener. Und dann ist erstmal Streampause, weil Osterferien. Und ja, dann geht es nach Ostern wieder los. Bei meinem Transportpack geht es auch so langsam weiter. Ich habe das jetzt also mit Rundballen und mit Quaderballen getestet. Das funktioniert bei mir problemlos. Ich habe noch jemanden aus dem Testteam, der hat da Probleme mit Rundballen. Der spielt allerdings auch, hat also irgendwie eine gemoddete Ballenpresse, die eine größere Kapazität in den Ballen hat. Keine Ahnung, ob es daran liegt oder so.
Aber ansonsten, also bei mir läuft es mit diesen beiden Sachen läuft es erstmal fehlerfrei. Dann müssen wir weiter gucken. Aber es wird vor Ostern nicht mehr kommen, das kann ich euch sagen. Es wird vor Ostern nicht kommen. Ja, vorletzte Bahn. Los, komm, zieh zu. Letzte Bahn fahre ich gleich selber. Mach da dann erst in der Ecke noch eben frei und dann. Dann kriegen wir das wohl hin. Hört ihr mich überhaupt? Ja, Jörn. Ja, so sieht das nämlich aus. Zu Ende. Lassen. Licht natürlich an. Die Ecke machen, die er nicht so schön gemacht hat. Und jetzt die letzte Bahn. Und dann können wir nämlich das. Hallo? Das Fruchtwachstum nämlich einschalten. Das habe ich ausgeschaltet. Ich glaube, Sojabohnen machen wir auch gleich auf dem Feld 20. Einfach damit wir Kohle verdienen. Muss ja zum Glück nicht geflüchtet werden. Das ist ja schon mal gut. Und immer weniger Kohle. Klar, wir haben Helfer laufen. Das kostet natürlich. So, ab zu Feld 20. Lassen wir hier mal was aus. Hier seht ihr, hier ist normalerweise Unkraut. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wir können hier bald mal wieder mähen auch. Ballen verkaufen. Also. 20, Startposition, aktuelle Fahrzeugposition. Nach zwei vorgewendet und ist das Feld fertig. So ungefähr. F20. Ach, ich habe weiche vorgewendet. Nee, das wollen wir nicht. Ah, scharfe Vorgewende, genau. F. 20, sehen, 15 Meter, scharf. Am ersten Wegpunkt anfangen, ja, möchte ich wohl. Aus.
Achso, ich wollte. Pflanzenwachstum schnell. Zwischenspeichern. Denn hier. Oh, Feld 12 ist gleich fertig. Sehr cool. Wachstum, ja, gut. Da müssen wir dann gleich in der nächsten Wachstumsstufe dann mal los und müssen. Müssen da nochmal rüber düngen. Ja, Kartoffeln kann ich nichts mit anfangen im Moment. Ich habe keinen Kartoffelruder, ich will jetzt auch keinen kaufen. Und deshalb haue ich hier jetzt mal eben Sojabohnen drauf. Seht ihr, ich habe hier jetzt auch. Mittendrin habe ich einen Streifen auf einmal Unkraut, obwohl ich doch hier gerade mit einer Direktsaatmaschine drüber gefahren bin. Hätte er zumindest da die Bahn, hätte er untergrubbern müssen. Oder nicht? Sehe ich das falsch? Bin ich da zu doof? Wahrscheinlich. Also ich habe nichts gegen das Unkraut. Ich habe es ja extra aktiviert, aber das passt irgendwie nicht, finde ich. Finde ich komisch, das ein so ein Streifen. Und es würde mich nicht wundern, wenn das auch genau der Streifen ist, der auf Feld 1. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier geht ein so ein Unkrautstreifen quer durch. Wie kommt das denn? Und was ist das? Das ist doch ein Bug, oder? Lohndienstleistung auf Feld 12 abgeschlossen. Sehr schön. Abfahrer einlassen. Und zurück zum Feld, zum Hof. Kohle können wir uns schon mal gleich einheimsen. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Plus. Das macht ja auch voll Sinn. Wie weit ist es denn mit unserem Feld 1? Das ist krass, oder? Erste Wachstumsstufe, klar. Fünffache Geschwindigkeit können wir noch einstellen. Eben gucken, was die Reifeisen hier sagt und was der Specht sagt. Hab ich wieder gehört. Erste. Was? Das so gewollt ist? Kann ich nicht, oder? Ja, dann machen wir doch hier gleich die Mission hier unten. Wieder auf Feld 16 düngen.
Ihr hört es. Die Folge heute Freitag ist vorbei. Guckt morgen wieder rein. Samstag 2 Folgen, 10 Uhr, 14 Uhr. Und ab Sonntag gibt es zusätzlich zu meiner 10 Uhr, meiner 14 Uhr Folge, bin ich zu Gast bei BGE Modding. Auch auf dem nordfriesischen Marsch. Und ja, kommt um 9 Uhr bei mir auf dem Kanal und bei BGE Modding auf dem Kanal. Schaut da gerne mal rein. Und sagt mir, was ihr davon haltet. Sagt mal, was ihr davon haltet. Er wird auf seinem Kanal auch Modding Tutorials veröffentlichen und eben Let's Plays. Und bei den Let's Plays, ja, da bin ich wohl mit dabei. Ja, also jetzt erstmal 7 Folgen. Kommt jeden Tag um 9 Uhr, kommt eine Folge. Und er wird dann danach jemand anders mit reinnehmen. Nicht, weil er mich blöd findet oder so, sondern weil er A, ein bisschen Abwechslung haben will. Was ja auch cool ist. Und B, weil ich keine Zeit habe. Ne? Und ja, aber schaut da mal rein. In diesem Sinn bedanke ich mich erstmal bei euch. Wünsche euch einen schönen Freitag. Lasst euch nicht ärgern. Und kommt morgen gerne wieder. Bis dann. Ciao.